Long, long time ago. This is a story about a baby Mario. It was about maybe baby Mario and a Yoshi. Blah blah blah. A stork hurries across the dusky pre-dawn sky. My English is not really good. In his bill, he supports a pair of twins. Suddenly, a shadow appears in a gap between the clouds and races towards the stork with blinding speed. Screech! The babies are mine! Whoa! Was zum? Snatching only one baby, the creature vanishes into the darkness from whence it came. The second baby falls undetected towards the open sea. Meanwhile, thousands of miles away, here is Yoshi's Island, home to all Yoshis. It's a lovely day, and Yoshi is taking a walk. Woo! Suddenly, a baby drops in onto his back. The baby seems to be fine. This is very fortunate, keine Ahnung. Well, something else fell with the baby. Let's take a peek. Achso. It looks like a map. Maybe the stork was using it. But Yoshi can't figure it out. Yoshi can't read it. Because he is stupid. Yoshi decides to talk to his friends. It's very dark. Also, on my screen. Comic, the evil magic Koopa and kidnapper of the baby, quickly dispatches his toadies. What? Hessen toadies? Yeah, doesn't like look toad. I don't know. When he discovers that he missed the over baby. Yoshi hits what? Lazily back to over Yoshi's. And the danger at hand. Comics forces are actively searching the island. Will these two children ever reach their parents safely? Ist das endlich vorbei. Eigentlich dachte ich ja, das Spiel hätten wir hier auch auf Deutsch, aber nee, anscheinend nicht. Hier beweist sich mal wieder Nintendos Faulheit. Auf jeden Fall ist das erste Mal, dass ich dich so lange hab Englisch reden hören. Das ist... Ich hoffe, es war halbwegs überzeugend. Das war sehr interessant, sagen wir es mal so. Kurz zusammengefasst, worum geht's in der Geschichte? Der Storch wollte zwei Babys ausliefern. Kamek dachte sich so, nope, ich will die beiden haben. Baby Mario plumpst auf Yoshi. Kamek ist sauer und jetzt jagt Kamek Yoshi und Mario. Ganz klingt nach einer bombastischen Story. Ganz kurz zusammengefasst. Und wir versuchen das Ganze auf 100% zu spielen. Bist du wahnsinnig? Ja. Ja, bin ich. Und wir spielen das natürlich als Together. Das ist ja irgendwo Chlor. Das hat immer das Geile an den Yoshi-Spielen. Die sind im Prinzip eigentlich piss einfach, aber wenn du es auf 100% spielen willst, dann viel Spaß. This paradise is Yoshi's Island, where all the Yoshis live. They're all in one uproar over the baby that fell from the sky. Ja, sie sind alle aufgeregt von wegen, da ist ein Baby gefallen. Schön, ich muss nicht vorlesen. Wait, the baby seems to know where he wants to go. The bond between the twins informs each of them where the other one is.
The Yoshis decide to carry the baby to his destination via a relay system. Now begins a new adventure for the Yoshis and baby Mario. Ich habe versucht, das Sprunggeräusch nachzumachen. Irgendwie so. Welcome to Yoshi's Island. Oh no. If Baby Mario falls off Yoshi's back, the countdown timer will begin. When it reaches zero, Kamek's toadies will kidnap Baby Mario. The more stars you collect, the safer you are. The countdown timer will slowly count back up to 10. Complete a stage by passing Baby Mario to the next Yoshi. So, erstmal, Sprung ist da und alles klar. Warum heißen Kamek's Schergen eigentlich hier Toadies? Warum? Die sehen nicht aus wie Toads. Nintendo, was ist da bei euch schiefgelaufen? Ich habe keine Ahnung, okay, kein Geheimnis. Hovering jump. By holding B down, you can hover in the air. For a short time, make the extra effort. Hier unten hatten wir auch kein Geheimnis, alles klar. Ich glaube, beim Tutorial ja, ja, gibt's auch keine Geheimnisse. Ich mach das aber trotzdem einfach, weil Baum und so. Aus Prinzip. Es geht hier einfach nur ums Prinzip. Genau. So. Wir spielen die Level alle erstmal normal durch und wir machen das so, wie ich es damals mit Chaos und dem Kirby-Spiel gemacht habe. Sobald wir das dann haben, gehen wir nochmal die Level durch und sammeln alle Dinge ein, die wir nicht mitgenommen haben. Müssen wir das nicht in einem Rutsch zu 100% einsammeln? Nö, wir können die Level einfach einmal normal spielen und dann zeigen wir es einfach noch einmal. Zeigen wir es nicht nochmal, dann spielen wir es nochmal off-cam die Level ab. Achso, du willst es also nicht on-screen 100% spielen? Das können wir auch machen, aber wie gesagt, ich kenne viele der Geheimnisse nicht mehr, wo die sind. Ich kann ja mal gucken, wenn ich hier dabei bin zu zocken, ob, wie gesagt... Welt 1 habe ich schon mal zu 100% gezockt. Ich auch. So ist es ja jetzt nicht. Geht das so mit der Lautstärke von meinem Bildschirm oder ist das zu laut? Ich habe den kein Mal gehört. Okay, gut. Moment, festhalten. Bei meinem Mikro wäre das jetzt schon zu laut. Zack, und down. So. Was zählt denn alles zu 100%? Wow. Also da wären einmal die roten Münzen, ganz logischerweise. Oh ja, das wird noch ein Spaß mit den roten Münzen. Dann müssen wir es schaffen, bis zum Ziel mindestens... Das heißt mindestens... Müssen wir eigentlich 30 Sterne sammeln. Und dann gibt es in jeder Welt... Waren es 5? 5 Blumen? Ja, 5 Blumen. 5 Blumen noch müssen wir da noch finden, die im gesamten Level versteckt sind. Und wenn wir das alles zusammen haben und das Ziel erreichen, dann haben wir das Level zu 100% abgeschlossen. Woran erkennt man denn rote Münzen? Das ist so die roten Münzen. Also wir sehen jetzt hier noch keine roten Münzen, aber schaut euch mal Münze 2, 3 und 4 an. Die sind so ein bisschen rötlicher als die anderen Münzen. Das sieht man so ein bisschen an dem Schatten am Rand von der Münze. Daran erkennt man so ein bisschen schwach daran, dass es sich dabei um rote Münzen handelt. Es gibt nur zwei Arten, die einzusammeln. Entweder so durchs Berühren oder durchs Abschießen. Das war ein ziemlich cooler Winkel, den du da abgeschossen hast. Ja, das überrascht mich ein bisschen. Was ich noch sagen wollte, was halt heikel werden kann, sind halt diese 30 Sterne, die wir noch bis zum Ende sammeln müssen. Weil wenn Yoshi getroffen wird, dann verliert Yoshi Baby Mario und dann haben wir nur eine gewisse Zeit, ihn wieder einzusammeln. Und das ist halt so, dass dann die Sterne, die wir gesammelt haben, dann leider wieder abgezogen werden. Wenn der Stern-Counter auf 0 ist, dann haben wir Baby Mario endgültig verloren. Leider. Aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege, diese im Level, wenn keine Sterne vorhanden mehr sind, nochmal aufzufrischen. Indem man die sogenannten Stern-Items einsetzt. Aus dem Menü heraus. Es gibt aber noch eine weitere Methode. Und das hat, glaube ich, mit den andersfarbigen Eiern zu tun. Ich
Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das Ei haben muss. Jedenfalls muss Yoshi dann mit dem jeweiligen Ei dann einen Gegner abschießen. Und daraus entstehen dann nochmal Sterne, die man einsammeln kann. Ich glaube, ein oder zwei Sterne dürften daraus entstehen. Mhm. So ein paar Kniffe und Tricks gibt's ja schon in dem Spiel. Okay, hier haben wir keine Geheimnisse. Hier gab's auch, glaube ich, nur Gegner, die man einsammeln konnte, um sie zu Eiern zu machen. Na dann. Ma. So kann man auch Eier sparen, indem man die Gegner als Munition verwendet. Und sie auf Wolken oder andere Gegner wirft. Okay, hier haben wir nichts. Jetzt brauche ich noch... So, alle Münzen haben wir schon mal. Das hat man an diesem Geräusch gehört. Warst du links da schon bei der Klippe? Dass du da nochmal runtergehen konntest? Ich meine, da war auch noch. Ja, genau. Okay, da waren nur Sterne. Was ist da oben in der Fragezeichenwolke drin? Upsala. Ah, komm, dich baller ich jetzt mal eben ab. Okay, hier haben wir nichts. Ah. Wir können auch nachchecken, was wir alles haben. Wunderbar, wir sind auf Erfolgskurs. Yeah. Wenn die Schrift gelb ist bei den jeweiligen Items, die wir sammeln müssen, dann heißt das, dass wir alles haben. Dann kann man sich guten Gewissens, zack, um das Ending kümmern. Ja, aber mit Vorsicht, weil wie gesagt, wenn Yoshi getroffen wird, dann verlieren wir Sterne. Aber jetzt ist alles wunderbar. Oh yeah. Kommen wir auf eine Blume, dann bekommen wir am Ende nochmal eine Bonus-Challenge, wo wir Leben oder Items gewinnen können. Das erste Level zu 100% abgeschlossen, wir sind so. Flip Cards, Item Chance. Wie heißt es so schön, alle guten Dinge sind drei? Tja. So, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt, das wollte ich auch nicht. Ich wollte jetzt das hier machen. So, jetzt ist der Smashy nämlich dran. Yeah! Jetzt darf ich mich hier beweisen. Das ist halt das Coole bei den SNES Switch-Versionen hier. Mhm. Man kann sie online zocken. Auch Einzelspieler, Level-Spiele, Gedöns, klar. Einzel-Level-Spieler, Spiele-Gedöns. Finde ich gut. Ja, klar. Es ist spät am Abend, lass mich in Ruhe. Ich habe eine ordentliche Partie Shantae und The Seven Sirens hinter mir. So, gut. Ich mach's aber auch wieder spannend. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war hier jetzt nochmal was. Ah, okay. Als Kind hatte ich so Schiss vor dem Level. Und ich weiß auch wieder warum. Hey, kommst du her? Hört man das Knopfgedrücke von mir deutlich? Nein, nö, ich höre gar nichts. Okay, sehr gut. Weil ich habe halt den, in Anführungszeichen Pro-Controller, also Pro-Controller vom Dritthersteller und die Knopf. Betätigung, die hört man da schon ziemlich deutlich. Nö, ich höre die. Ups. Da oben ist noch einer. Ja! Und das ist auch noch so ein Trick, wenn man auf einen Gegner drauf springt und dabei den Flatterflug gedrückt hält, kommt man höher. Ich wollte schon immer mal ein 100% Yoshi's Island LP haben. Ich habe schon mal Yoshi's Island einen Hack davon gespielt. Ich glaube, der hieß 2 Plus mit Ryo damals als Gast. Und da haben wir den Stern den Namen Stellar gegeben. Warum Stellar? Weil Stellar Stern heißt. Stellarium. Ah, okay. Okay. Intelligent. Hi, jo.
Yoshi's Island war vom Super Nintendo damals eins der Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe, neben A Link to the Past. Ich auch. Also das war ein Must-Have, dieses Spiel. Schon allein der Optik, der Kreide-Optik, der ist super. Oder Wachsmal-Optik. Vor allem bei dem Spiel ist ja der Super FX-Chip eingebaut, also für höhere Leistung. Merkt man auch an dem Spiel, wenn man jetzt Super Mario World zum Beispiel mit dem hier vergleicht, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Yep. Was? Wow, so gerade eben die Blumen noch gekriegt. Ja. Das ist der Abschnitt in dem Level, den ich eigentlich am meisten hasse, weil du hast Zeitbegrenzung, was hier die Verwandlung betrifft, und du musst so gesehen eigentlich alles absuchen, damit du wirklich alles findest. Und Verwandlung gibt es noch ein paar in dem Spiel. Jo. Das hier ist jetzt halt der Helikopter. Die erste Verwandlung. Welche es noch gibt, die verraten wir nach und nach. Ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Verdammt. Oh, hoffentlich hast du alles eingesammelt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts versaut. Aber wenn, dann müssten wir nochmal in das Level zurückgelehen. Da ist doch was. Sehr gut. Ich hoffe, da oben war jetzt nichts weiter anderes. Eine Blume fehlt noch. Und 5 rote Münzen. Einmal hier unten gucken. Vielleicht ist da ja ein Geheimnis. Jo. Ein Leben ab. Sehr gut. Oh, kommen dazu Glück. Zurück. Oh, kommen wir hier an. Musik, die ist einfach episch. Okay, anscheinend kannst du es noch mal retten. Ich hoffe es. Weil ich habe jetzt das Ending von der Verwandlung betätigt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mal so eine Verwandlungsblase ist. Hoffen wir einfach mal. Ich würde sogar behaupten, nein. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Was? Nee, doch. Wow. Wir haben doch noch eine Chance. Okay. Dann habe ich mich geirrt. Okay, gut zu wissen. Das heißt, das wird dann immer so sein, als kann man dann nicht versauen, wenn es einen Rückweg gibt. Da waren wir schon. Verföhnten Geister. So, da oben. Tot werden, würde ich euch umbringen. Oh, Rody spielt Animal Crossing. Da habe ich auch mal wieder gezockt. Da war jetzt das Weihnachtsevent. Auch Menü. Das sind halt so die Abschnitte in dem Spiel, die ich hasse. Animal Crossing ist halt ein Spiel, eine Spielereihe, die mich irgendwie nicht sonderlich packt. New Leaf habe ich mal kurz gespielt, aber. Ich glaube, ich würde mal vermuten, dass es einfach daran liegt, dass das Spiel sehr lange braucht, bis du dir was aufgebaut hast. Ich habe keine Probleme mit solchen Spielen. Minecraft, Stardew Valley, Harvest Moon. Nein. Ist okay. Nein, nicht du schon wieder. Aha. Ich wusste doch, dass da noch welche waren. So, jetzt dürfte ich aber, glaube ich, alles haben. Aber Stardew Valley könnte ich auch mal wieder spielen. Vor allem, es gibt ja schon seit Monaten den Koop-Modus, dass man zusammen eine Farm aufbauen kann. Ist ein richtig schönes Spiel, das. Ja, weißt du, wenn ich nichts einsammle, komme ich problemlos durch. So, hier war nichts mehr. Nö, da war nur. Ja, du kannst in die Röhre. Okay, das letzte bisschen müsste jetzt eigentlich im letzten Abschnitt sein. Ja. Und zack. So. Okay, ich hab alles. Ich hab alles, Leute! So, bekommst du dein Bonusspiel? Jo. Yeah.
blaue Yoshi. Ich mag den blauen Yoshi. Das ist cool. Mal sehen, was du spielen darfst. 100%. Scratch and match. Ah, okay. Oh je. Nehmen wir die goldene Mitte. Die goldene Mitte hat mich enttäuscht. Ich schließe die Augen und versuche zu fühlen, wo Baby Mario ist. Hat mich enttäuscht. Wenigstens ein Schädel. Wenigstens ein. So, wie wir das nochmal mit dem Tauschen Y drücken, oder? Pause-Menü mit ZRZL öffnen und dann Y. Ja, schon wieder zack. Das, so. Okay. Das kann ich machen. So, fortfahren. Allerdings, was uns hier erwartet, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Das war euer Keanu und Nintendo Smash XD mit Let's Play Yoshi's Island. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.